was zum... Leute, es ist jetzt endlich offiziell. Die haben sich meine Videos abgeguckt. Meine Gefühle, dieses Gefühl teilen. Keine Maniküre-Möglichkeiten haben. Ich meine, ich fand das schon immer voll komisch. Bei den Schuhen gibt es ja so ein paar, wo die Zehen lackiert werden. Aber bei den anderen Zeugs? Mir fällt da auch nichts mehr zu ein, Leute. Aber sie haben es geschafft. Wir haben heute wieder so ein gemischtes Video, weil die einfach immer jeden Tag was Neues bringen, dass ich dann einfach alles aufeinander schmeißen muss. Sorry, Leute. Und wir haben heute wieder die MSP2 Erkundungstour auf meiner To-Do-List. Denn hier haben wir nämlich das große Loch von Loch Ness. Und wir üben jetzt einfach mal den langsamen Einstieg, Leute. Das ist ja einfach wunderschön, ne? Ich meine, wir alle sehen super gut aus. Und unser Prinz hat uns ja einfach in die Unterwasserwelt gebracht. Was ist das für eine Unterwasserwelt, Leute? Ich meine, ich bin ja überhaupt froh, dass sie mal auf mich gehört haben, ja? Also es ist eine neue Dimension. Aber okay, es ist ja erst der Anfang, Leute. Wir haben jetzt den gleichen Hintergrund geholt, aber es ist echt nicht schlecht. Also ich finde es wirklich cool. Wenn hier nicht immer so viele Leute rumlangen würden und mal ein bisschen Privatsphäre hätte, dann wäre es vielleicht noch viel schöner. Aber schauen, was unser Prinz Charming uns zu sagen hat. Willkommen in meiner Unterwasserzuflucht. Ich freue mich, dass du deinen Weg hierher gefunden hast. Ich bekomme nicht viel Besuch und ganz sicher nicht von oben. Das ist mein Hafen, mein Garten der Ruhe, mein geheimes Refugium. Doch es ist auch der Ort, der manchmal einsam wird. Du musst verstehen, dass ich überhaupt keine Freunde habe, nur die wogenden Meeresalgen und das fade Licht der Sonnenstrahlen, die auf den Felsen tanzen. Freundschaft ist ein genauso großes Mysterium für mich wie die gelisterten Melodien der Muscheln. Kannst du mir beibringen, wie man Freundschaft schließt? Vielleicht mit Hilfe eines Films? Eventuell gibt es dann auch für jemanden wie mich eine Chance? Das war ein unglaublicher Film. Ich habe so viel gelernt und fühle mich so inspiriert. Dein Film hat mich so viel über Freundschaft gelehrt, viel mehr als es meine Schwestern je getan haben. Meine Meeresmagie sagt voraus, dass ich am Mittwoch eine Freundschaft am Strand schließen werde. Sehen wir uns dort? Ich weiß nicht, ob ich langsam anfange, auf dich zu stehen, aber das Ding ist, dass mir meine Landbewohnermagie voraussagt, dass MSP zweimal wieder irgendwas vorweggreifen wird, was ich irgendwo anders erwähnt habe. Mal wieder. Und wir haben uns jetzt auch mit der Quest eigentlich einen Gefallen getan, weil ich finde die Sachen einfach mega cool irgendwie bei der Quest hier. Vielleicht auch, weil ich Mädchen bin, keine Ahnung. Und ich mag einfach dieses Glitterzeug und so. Aber es ist einfach so toll zu sehen, wie einfach so Diapack-Sachen drinne sind. Und die sehen einfach besser aus als das aktuelle Diapack, Leute. Also das nenne ich mal einen kreativen Umweg. Aber ist euch das Pad hier hinten schon mal aufgefallen? Ich sag euch, irgendwie werden wir das bekommen und wenn nicht, dann ist es eine schöne Deko, aber ich will es sowieso nicht. Aber okay, es wäre ja schon logisch, wenn sie es bringen, weil das ja irgendwie immer ein Pet ist, was pro Abenteuer anfällt, ne? Yo, in den Palast können wir eh nicht rein, also... Ja, ist doch alles eine ganz nette Sache, MSP, du. Deswegen sind wir jetzt auch ein bisschen später... weil die es halt nicht so gemacht hatten, dann bei dem neuen Stand hier draußen. Ja, und erstmal Stylon Fleek, die Farbe passt ja ultimativ gut dazu. Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Und die Sachen sehen richtig schön aus, Leute. Also wirklich, die haben sich echt selbst übertroffen bei diesem Thema. Ich würde mir gerne jetzt mehr kaufen, aber leider bin ich pleite. Und ich würde einfach sagen, wir gehen jetzt einfach mal kurz ins Schöppchen vorbeischauen, ja. Denn da wir unseren Warenkorb eh nicht füllen können und ich halt nicht so viel Geld habe, wollte ich heute mit euch einen Look machen, den ich eigentlich gegen Ende des Events machen will, weil ich halt, wie gesagt, pleite bin. Und ich halt noch jetzt drauf warte, die Restsachen zu sehen, die wahrscheinlich auch sehr schön aussehen werden. Deswegen werde ich mir jetzt einfach mal so ein bisschen Mühe geben und...
voilà, Leute, also ich meine, seht euch das an. Was wäre ein Look ohne die neu erworbenen Fingernägel, die sie mir buchstäblich aus den Händen gerissen haben? Und ich meine, diese Farben sehen ja so schön aus. Ich kann nicht anders. Ich habe so viele Sachen in Rot. Damals, als ich mein Musikvideo produziert habe, hatten die es nicht gebracht. Und jetzt haben sie es einfach rausgebracht. Leute, jetzt seht ihr einfach mal, wie ich auch mein letztes Geld verprasst habe dafür. Jetzt habe ich wirklich überhaupt keinen Cent mehr. Gar nichts. Ist alles auf die Nägel draufgegangen. Aber ja, so sieht einfach das Ergebnis von Cheryls wunderbar geknickte Hand aus. Diese Schönheit, ey Leute, also wirklich. Ich wollte eigentlich die Looks ansprechen, die ich die Woche gemacht habe auf MSP2, weil ich meine, also looktechnisch sehr rausgehauen. Ich bin selbst überrascht von, wie gut das aussieht. Das ist einfach nur Cheryl Insta-Pick. Ich brauche kein Instagram, Leute, weil MSP2 ist Instagram. Deswegen, es ist einfach nur sehr cool und ich mag diese Aesthetics. Das macht mir einfach gute Laune. Und da ich jetzt sowieso momentan keine Zeit für Ideen habe und auch keine Zeit habe, das Rest-Event zu genießen bis zum nächsten Mal, weil ich einfach zu viel Arbeit habe, wollte ich einfach nur kurz sagen, dass ich auf MSP1 dieses momentane Event ein richtiges Schwein finde, weil das Event da einfach bisher so Sachen rausgehauen hat, die ich überhaupt nicht relaten kann. Und das Allerschlimmste ist, dass ich meine teuer erworbenen Diamonds dafür ausgegeben habe. Und ich bin enttäuscht. Also das Dumme ist, die haben manchmal so Events, 2021 Oster-Event, sehr tolle und preiswerte Dinge. Und jetzt auf einmal kommen dann wieder so Pets, kommen dann wieder so Items, so virtuelle Dinge, die einfach potthässlich aussehen. Und ich finde das einfach schade, weil wir Pets nicht recyceln und verschenken können auf MSP1. Und deswegen müssen wir einfach diese Sachen behalten. Und dann hängt das Game mal wieder, obwohl es Sachen sind, die ich nicht brauche. So, und ich weiß jetzt nicht, ob es sich lohnt, da weiterzumachen. Aber gut, sei es drum. Wir sind jetzt bei dem Event, deswegen mache ich einfach weiter damit. Und ich würde einfach sagen, dass ich an dieser Stelle auch das Video beende. Die Einblicke in die neue Meereswelt haben mir sehr zugesagt. Und ich finde es wahnsinnig schade, dass ich das Event nicht weiter genießen kann. Ja, weil ich leider so viel arbeiten muss. Dennoch hoffe ich, dass ihr zumindest die neue Meeresdimension auf euch wirken lassen könnt. Wir sehen uns bei den nächsten Roblox-Events und bei dem nächsten tollen MSP2-Ding, was ich drehen werde. Macht's gut und bis bald!